Hi Ladies, Vanessa liebt Vintage und hat mich gefragt, ob ich genau für sie ein Vintage-Outfit zusammenstellen kann, um sie glücklich zu machen. Und wie ihr seht, habe ich es getan und ein wunderschönes, ja wirklich tolles Outfit zusammengestellt. Doch bevor ich zu den Accessoires und den Kleid eingehe, der Hinweis: Wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die ganzen Details, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet auch nochmal alle Details dazu, damit ihr nichts verpasst. Was ist typisch 20er, 30er Jahre Stil? Ganz einfach: Spitze. Spitze war früher sehr angesagt, unter anderem. Und hier habe ich auch ein Kleid herausgesucht, was nicht nur Spitze ist, sondern aus Spitze besteht. Und dieses Kleid hat auch einen relativ typischen 20er, 30er Jahre Schnitt und Look. Und da möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen, denn grundsätzlich ist es relativ schlicht, aber durch die Spitze ist es wirklich ein Hingucker. Und Vanessa wird darin sehr, sehr hübsch aussehen, denn sie hat wirklich die Figur dazu. Und die Figur meine ich jetzt nicht mega schlank, sondern genau dieses Zwischending. Nicht dürre, aber auch nicht sehr mollig, sondern wirklich genau dieses Zwischending, wie früher die Damen waren. Und das passt ja wie angegossen, kann man sozusagen. Und die Highlights, um es wirklich in den 20er, 30er Jahren Look zu halten, ist ein Dreiviertelarm, der komplett aus Spitze besteht, quasi transparent. Und grundsätzlich das ganze Kleid ist auch transparent durch die Spitze. Aber natürlich ein blickdichtes Unterkleid ist darunter, damit natürlich man nicht komplett alles sieht. Aber dadurch, dass es zweilagig ist, ist das Tragekomfort des Kleides sehr, sehr hochwertig und elegant. Und das kleine Highlight am Rücken, wie ihr auch schon seht, ist ein kleiner Ausschnitt, der gelassen worden ist, um das Kleid im Genick zuzumachen. Es wirkt noch mal ein bisschen verspielt und lässt sich wirklich wunderschön anschauen. Doch Vanessa wollte ein komplettes Outfit von mir. Und dies erfülle ich jetzt hier mit ein paar wunderschönen Pumps, die zu diesem Kleid richtig gut passen und ihre Figur noch mal schön streckt, denn Vanessa ist nicht unbedingt so groß, aber der Pump ist ja nicht der kleinste und streckt ihre Figur noch mal richtig schön in die Höhe. Und eins kann ich versprechen: Dadurch bekommt sie ewig lange Beine, denn das Kleid ist ja relativ kurz gehalten und zeigt viel Bein. Und dann der Pump dazu, ein Traum. Und damit wir dieses Outfit weiter in diesen Vintage-Look halten, habe ich ja hier eine wunderschöne Tasche rausgesucht, die, man kann wirklich nur sagen, Vintage ist. Und zwar nicht Vintage im 20er-Jahre-Stil, sondern eher von der Machart her und passt somit als Kontrast nochmal extra wunderbar zu diesem Kleid und passt wirklich perfekt dazu. In der Tasche selber ist relativ viel Platz, obwohl es nicht sehr groß ist. Ich drücke mir so aus, wirklich das Nötigste passt rein und man kann sie wirklich zu verschiedenen Outfits nochmal extra kombinieren. Deswegen, so eine Tasche zu haben, ist kein Fehler. Und um die i-Pünktchen draufzusetzen, habe ich mir hier noch ein paar echt interessante Ohrstecker herausgesucht, besser gesagt Ohrringe, die sehr groß sind und ja verspielt. Und wie ihr seht, bestehen die Ohrringe ein bisschen aus Gold in verschiedenen Materialien verarbeitet. Das ist quasi ja allein das nochmal so ein bisschen dieser Hingucker ist, aber bei Vanessas langen Haaren immer nur mal ein bisschen rausblitzen, um etwas zu erahnen. Und dieses Verspielte ist auch ein bisschen typisch den 30er Jahren angehaftet, denn damals wurde auch viel getanzt und das verspreche ich euch, mit diesem Outfit kann man wunderbar weggehen und wirklich geniale Tanznächte verbringen. Und wenn ihr wie Vanessa mit so einem Outfit einen wunderschönen Abend verbringen wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für eine Veranstaltung ihr geht und wie ihr aussieht. Und dann kann ich genau daraufhin ein Outfit zusammenstellen, was genau auf euch zugeschnitten ist, was ich dann online stelle und euch damit glücklich mache. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren und ihr verpasst in Zukunft kein Video, kein Outfit und die dazugehörigen Deals natürlich nicht. In diesem Sinne, ist es ein Deal?